Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Subnautica. Jo, im Moment tue ich mir so ein bisschen schwer. Ich tue schon die ganze Zeit hier so mit Motti durch die Gegend fliegen. Oder schwimmen. Aber ich finde partout keine Pirscherzähnchen. Ich weiß auch nicht, ob das auch was mit Glück zu tun hat. Weil die Pirscher haben hier ganz, ganz viel Metall rumliegen. Hier liegt alles voll. Sie spielen damit, aber sie verlieren nicht einen Zahn. Entschuldigung. Liegt da einer? Hier liegt einer. Jetzt, wo ich sage. Und da muss man auch schon ganz genau gucken, ne? Hast du ein Zähnchen verloren? Aua. Nicht mich beißen. Ja? Ich muss nur ein bisschen auf mich selbst aufpassen. Ah, hier liegt so viel Schrott rum, dass man gar nicht sieht, ob jetzt hier auch Pirscherzähnchen rumliegen. Wir lassen mal den ganzen Schrott fallen. Hier sind ja auch direkt zwei, die damit spielen. Komm, lass noch ein paar Zähnchen fallen. Ich weiß, das ist doof, wenn man... Ah, da ist wieder einer. War hier sogar. Ja, ich muss nur erstmal irgendwie ein bisschen weg. Ich habe mich eben auch wieder selbst mit Motti überfahren. Ich musste schon mein Medpack nehmen. Aber ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Man musste einfach nur so eine ganze Müllhalde voll Schrott aufbauen und dann klappt es. Das Reparaturtool habe ich da. Das tun wir auf die 2. So. Dann gehe ich mal schnell raus. Versucht. Nein, ich will nicht einsteigen. Kurz Motti reparieren. Ist wieder fit. Gut. So. Dass wenigstens einer von uns beiden fit ist. Wenn ich schon nicht mehr bin. Aua. Mensch. Lass uns in Ruhe. Ja, guck mal, du hast hier genug zu spielen. Hier. Nimm das. Hier waren doch eben noch zwei Pirscher. Wo ist denn der andere wieder hin? Was macht er denn? Genau. Hol dir mal da was zum Spielen. Nein, du sollst nicht... Du sollst hier unten was zum Spielen nehmen. Das ist viel besser. Kannst du nämlich die Zähne dran ausbeißen. Jawohl, ja. Los. Nimm dir den Schrott. Wo ist der andere wieder hin? Da hinten. Hat aber auch keinen Schrott im Maul. Wie viel haben wir jetzt? Reihe. Ich finde 3 ein bisschen wenig. Ja. Aber warum triggert der denn immer mich? Du bist doch dumm. Guck mal, du hast hier so viel zu spielen. Nimm da doch die Spielsachen hier. Hm? Schau mal, was für tolle Spielsachen du hast. Wo bist denn du? So. Ah! Da! Ja! Los, fein! 3 alles hier schön auf einem Platz, kann das sein? Ja! Super! Ja, von mir aus auch mich kurz.
War nur kurz. Nun nehmt euch mal hier wieder was von. Oh, ich bin wieder ausgestiegen. Komm, so ein, zwei Zähnchen hätte ich echt noch toll gefunden. Weiß nur nicht, lassen die fallen beim Aufnehmen oder beim Loslassen? Nicht ich schon wieder, aber er macht Motti keinen Schaden, ne? Also zumindest bis jetzt nicht. Also die Zähne dran ausbeißen. Bei mir und Motti. Aber auch kein Zahn mehr, ne? Da schau, da hast du Spielsachen. Ja? Ja, jetzt hast du dir selbst wehgetan. Du bist ein Durmel. Wo ist das Helle da hinten? Ist er jetzt beleidigt abgehauen? Ja, jetzt hat er sich ja selbst wehgetan. Mal gucken, ob wir hier irgendein Zähnchen finden. Wo ist denn der jetzt hin, der hier gerade ein Stück geklaut hat? Oh, ist das kompliziert. Naja, wir haben ja schon drei, ne? Immerhin. Ich weiß nur nicht mehr, neue Aufnahmesession. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir brauchten. Und gar nicht exakt, wofür ich die noch brauchte. Aber hier habe ich sie jetzt wohl vertrieben. Zumindest der eine, dem ich wehgetan habe. Aus Versehen. Wäre echt voll in Mottili geschwommen, ne? Mal gucken. Die Frage ist halt auch, wie lange bleiben die liegen, wenn die verlieren. Soll sie nicht an mir die Zähne ausbeißen? Das tust du dir auch noch weh. Sieht nur so aus. Optische Täuschung. Bong. Schade, weil das da war auch ein schöner Platz. Konnte man die Zähne wenigstens gut sehen. Wenn sie denn welche verloren haben. Ja, hier ist jetzt auf einmal tote Hose. Wie viel Platz haben wir denn noch? Reichlich. Dann würde ich sagen, ich hatte doch irgendwo auch einen Frack ausgemacht. Hier. Fliegen wir nochmal zu der. Fliegen. Fahren wir nochmal schwimmen, tauchen. Wir nochmal zu dem Frackteil. Hier so gelb. Hey. Ich würde vielleicht auch gerne noch einen Behälter bauen. Ich würde aber vielleicht auch gerne generell überhaupt vielleicht mal umziehen. Also ich bin noch so ein bisschen... Oh. Wir haben noch lauter Stuff im Frachtraum. So, die Sachen nehmen wir da mal rein. Die essen wir mal. Welcome aboard, Captain. Und jetzt schwimmen wir nochmal da zum Frackteil. Ich finde ein bisschen schade, dass wir jetzt so... Ich habe da jetzt so lange... Entschuldigung. So lange rumgemäkelt. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Nur für die paar Zähnchen.
Laserschneider. So, hier kann ich gar nicht rein. Oh. Ah. Sollte vielleicht Motti mal... Ist ja irgendwie... Da war ich hier. Hier kann ich wieder was scannen. Muss nur auch ein bisschen. New Blueprint acquired. Ein bisschen auf meine. Oh, der hat vielleicht keinen Strom mehr. Na, ob sich das noch ausgeht? Ich befürchte, nein. Hm. Muss auf meinen Sauerstoff achten. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ich würde auch langsam gerne raus wollen. Und Motti, glaube ich, eher mal hier hochholen. Wir holen Motti mal rum. Ach, da haben wir auch ein paar Pirsche. Vielleicht finden wir da noch ein paar Zähnchen. Da würde man die Zähnchen auch gut sehen. Hör mal, Fische. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als gegen die Motte zu schwimmen? Ist ja auch ein Riesenfrackteil hier, ne? Hier müssen wir uns noch ein bisschen gut umsehen. Nicht, dass ich wieder was übersehe, weil... Zur Aurora. Das ist wieder hier so ein Grumpy Fisch. Weil zur Aurora müssen wir ja auch noch mal, ne? Da habe ich ja auch das ein oder andere übersehen. Ich scanne die Dinger mal, weil wir eh Titan brauchen in rauen Mengen, falls ich doch wieder mal irgendwas bauen will. Deswegen scanne ich die Sachen, die ich scannen kann. Oh, den Hammer gescannt. Hier ist sonst nichts mehr. Nee. Booster haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug. Das. Auch nichts zum Scannen. Kann man hier noch rein? Nö. War es das dann schon in dem Riesenfrack? Hm. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Hier haben wir noch. Wasser. Ja, noch eine Datenbox. Sehr gut, sehr gut. Da noch ein Schubkanonenfragment. Dann haben wir noch Versorgungskisten. Irgendwas zum Scannen? Nö. Was ist das? Haben wir zwar auch schon, aber nehmen wir mal mit. Noch haben wir Platz. Also Getränke haben wir in rauen Mengen. Das ist aber auch ganz gut. Kann ich mich direkt mal was trinken. So, haben wir hier alles? Kann ich hier eigentlich mit der Schubkanone arbeiten?
Mir auch nicht, da schickt's nur mich zu. 30 seconds. Oh oh. Juhu. Hi Motti. Oxygen. Das war knapp. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen außenrum. Ich glaube nicht, dass da innen noch viel war. Wie brauchen wir? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ich müsste auch mal meinen anderen Helm anziehen. Ich vergesse das nur immer. Dann müssen wir die Batterien auch wieder in die Ladestation tun. Das ist schön, dass sowas schon mal keine Probleme mehr ergibt. Habe ich euch eigentlich schon? Eva, kann man euch scannen? Nee. Da ist wieder so ein Biesting. Als Rettungskapsel 6 waren wir da schon. Gleich mal gucken. Was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Schweber. Ja, mit denen. Weiß ich auch nicht so recht, außer dass wir uns da dran festhalten können. Hier haben wir jetzt nur den Blumentopf gekriegt. Komposit Design Pflanztopf aus künstlichem Erdboden. Titantopf. Landhai entdeckt, Pirscherei entdeckt. Was? So. Ah, Rettungskapsel 6 waren wir nämlich noch nicht. Wir haben aber sonst auch nichts gekriegt. Aber wir haben doch eben zwei Datendinger geholt. Das ist Rettungskapsel 6. Das ist aber eher unspektakulär. Noch? Ups, ich bin wieder gegen Motti gedotzt. Hier war ich aber schon. Hier war ich schon. Hier ist schon alles geplündert. Haben wir einen Sandhai. Hier waren wir auch schon. Dann fahren wir noch zu dem Wrack zurück. Nehmen hier gegebenenfalls dann auch die Boje wieder mit. Hier auch rundherum sonst nichts mehr, ne? Schade, schade. Ein ziemlich großes Teil, ne, von Aurora. So, sammeln wir die wieder ein. Sind Türen, wo wir nicht durchkommen. Was sind das für Geräusche? Haben wir eine Tür dahinter? Das hatten wir.
Obwohl, wie gesagt, ich Passing 100 meters. Oxygen efficiency Batterieladestation, können wir nochmal scannen. So. Haben wir aber alles schon. Ich denke mal, hier kommt man im Regelfall ein bisschen eher her. Ich gehe hier irgendwie eine komische Reihenfolge durch in dem Spiel. Aber egal. So. Mehr haben wir jetzt hier nicht zu finden. Hier sind wir eben reingekommen, ne? Ja. Hier unten raus. Nein. Dann haben wir wohl alles. Oh nee, nicht schon wieder hier so ein Terrorfisch. Seh doch, dass du mich willst. Terrorfische sind anstrengend. Habe ich noch? Ein paar Plätze im Inventar. Immer voll machen das Inventar. Was wir haben, haben wir. Hier haben wir auch noch einen Platz. Obwohl, ja. Ich schwebe. Tschüss. Mit denen weiß ich gerade nichts anzufangen. Aber ihr habt gesagt, diese Gelsäcke fände ich bei der anderen Insel. Da müssen wir da auch noch mal hin. 30 Seconds. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Eieiei. Dabei wollte ich doch nur nach Pirscherzähnchen gucken. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, unsere Jagd nach dem Pirscherzähnchen, obwohl wir haben ja immerhin 3 bekommen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, habt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken, Kommentieren, Abonnieren. Eure Shazadi. Ciao, ciao.